René Harthaus muss mit jedem Euro rechnen. Hohe Kosten für Strom und Wasser können für ihn hart zu Buche schlagen. Deshalb will er Energie und Geld sparen. Theoretisch klingt das gut, aber wie kann das praktisch umgesetzt werden? Beim Erstbesuch geht der Stromsparhelfer Daniel Sondermann gemeinsam mit dem alleinerziehenden Vater die Jahresabrechnung durch und verschafft sich einen Überblick über den Verbrauch. Nicht nur beim Strom, sondern auch beim Wasser kann viel Geld gespart werden, etwa indem der Wasserdruck verringert wird. Der Stromsparhelfer listet in der Wohnung die Leuchtmittel in den Lampen auf und misst den Stromverbrauch aller elektrischen Geräte. Außerdem fragt er, wie lange sie benutzt werden. Schließlich geht es darum, alle Stromfresser in der Wohnung aufzuspüren. Auf den ersten Blick war es ein relativ typischer Haushalt. Also die Geräte, die man so in seinem Haushalt hat, die sind alle da, auch die ganzen Lampen. Allerdings muss man hier sagen, es war dann auf zweiten Blick ein sehr alter Kühlschrank da, der enorm viel Strom verbraucht. Und auch die ganzen Lampen, das sind alles noch alte Leuchtmittel, die teilweise mehr Wärme produzieren als Licht und unbedingt ausgetauscht werden müssen. Sein Büro hat der Caritas Stromsparcheck am Salvador Allende Platz 15 in Lobeda Ost. Projektkoordinatorin Stefanie Höse arbeitet mit 8 Stromsparhelfern. In mehr als 100 Stunden Ausbildung eigneten sie sich ihr Wissen an. Die Stromsparhelfer haben einen 1-Euro-Job, sind im Bundesfreiwilligendienst oder arbeiten im Ehrenamt. Jena ist einer von 150 Stromsparcheck-Standorten in Deutschland. Das Projekt wird gefördert vom Bundesumweltministerium und unterstützt von der Stadtwerke Jena-Gruppe. Das ganz klare Ziel ist, CO2, also Kohlendioxid, einzusparen. Und es ist natürlich die Frage, wie kann man Menschen auch an der Energiewende beteiligen, die wenig Geld haben. Das heißt, die sich nicht einfach so LEDs oder kosten- und energieeffiziente Geräte im Laden selber kaufen können. Und das Ziel ist, diese Menschen zu unterstützen. Zum einen durch Leuchtmittel, durch Wassersparartikel, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und zum anderen spart das natürlich nicht nur CO2 ein, es spart Strom an sich ein und deswegen natürlich auch Geld im Portemonnaie, was die Menschen dann ganz anders nutzen können. Bevor Daniel Sondermann den zweiten Hausbesuch bei René Harthaus macht, setzt er sich gemeinsam mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Seidel an den Computer. Die vor Ort erfassten Verbräuche werden in eine Datenbank eingetragen und ausgewertet. Auf dieser Grundlage können individuelle Einsparpläne erarbeitet werden. Danach geht es ins Lager. Hier im Lager sind die LEDs, die wir haben, und Wasserspartikel und Steckdosenleisten und Ähnliches, die bei der Aufnahme durch die Stromsparhelfer für den Kunden bereitgestellt werden. Hier werden sie gepackt für jeden einzelnen Kunden und dann an den Stromsparhelfer übergeben, und der schafft sie dann im Prinzip zu dem Kunden hin. Das kostenlose Soforthilfepaket wird individuell für jeden Haushalt zusammengestellt und hat einen Wert von durchschnittlich 70 Euro. Beim zweiten Hausbesuch bringt der Energiesparhelfer die gratis Energiespargeräte zum kostenlosen Einbau mit. Ich habe von Stadtwerken einen Flyer bekommen über Caritas Stromsparcheck. Ich muss dazu sagen, ich war halt da nicht so begeistert von Caritas. Caritas habe ich immer mit Armut und Kirche verbunden, deswegen war ich da sehr skeptisch. Habe ihn erstmal beiseite gelegt. Nach meiner nächsten Rechnung von Energie habe ich dann diesen Flyer wieder genommen, habe dort angerufen, habe sofort einen Termin bekommen, wo die Leute dann hier waren. Kann jetzt nur sagen, die Skepsis war verkehrt, brauchte man nicht haben. Es wurde auch genau alles so ab, es lief alles so ab, wie es auf dem Flyer stand. Und meine Ersparnis sind jetzt 300 bis 350 Euro im Jahr, wo ich sagen kann, das Geld, das kann ich jetzt für mich und meine Kinder mit benutzen. Gemeinsam mit dem Wohnungsinhaber wertet der Stromsparhelfer die Verbrauchsdaten aus und legt einen persönlichen Energiesparplan vor. Bei der Energieberatung geht es nicht um Wunschdenken, sondern um realistische Ziele. Durchschnittlich werden nach einem Stromsparcheck jährlich 130 Euro an Energie- und Wasserkosten gespart. Eine alte Glühlampe ist schnell durch eine LED-Leuchte ersetzt. Bei einem dritten Hausbesuch der Stromsparhelfer nach einem Jahr wird geschaut, ob die errechneten Einsparungen auch tatsächlich erreicht werden. René Harthaus hat seinen alten Kühlschrank entsorgen lassen und nach dem Neukauf den Kühlgerätegutschein im Wert von 150 Euro eingelöst. Bei ihm haben Stromfresser keine Chance mehr.